Bitte? Ihren Ausweis bitte noch? Haben Sie nicht mit? Führerschein? Gar nichts mit. Das ist schlecht. Ein Erlebnis, auf das man gerne verzichten kann. Eine Zollkontrolle ist immer unangenehm. Aber wenn man nichts zu verbergen hat, braucht man auch nicht aufgeregt zu sein. Das hier war natürlich nur eine nachgestellte Szene. Anlass dafür ist die neueste Ausstellung im Lausitzpark. Das Einkaufscenter widmet sich seit heute den Themen Zoll, Schmuggelware und Souvenirs. Ganz einfach, ich denke mal, das passt einfach gut zur Reisezeit und wir stehen ja ein bisschen kurz sozusagen vor den Sommerferien und da haben wir einfach gedacht, okay, wir bringen einfach mal eine Ausstellung, mal eine andere Ausstellung rund ums Thema Reisen, wo der Besucher sich informieren kann und sich einfach mal über die spannende Arbeit des Zolls sozusagen austauschen kann, auch mal mit Nachbarn und so weiter. Und ich denke mal, da hatte jeder im Endeffekt auch schon mal einen Berührungspunkt und ich finde sie auch sehr, sehr spannend und toll. Die Ausstellung Souvenirs, Souvenirs vom Schmuggel auf Reisen wurde dem Lausitzpark vom Deutschen Zollmuseum geliehen. Hier können sich die Kunden darüber informieren, was sie in Sachen Wareneinfuhr dürfen und was nicht. Außerdem können sich die Gäste des Centers die bekanntesten und kuriosesten Schmugglerverstecke ansehen. Doch man kann nicht nur schauen, sondern auch selber ausprobieren. Die klassischen Schmugglerwaren sind Zigaretten, Kaffee und Spirituosen. Doch es gibt auch skurrilere Dinge, die Zöllner bei Reisenden schon gefunden haben. Das sind beispielsweise lebende Tiere. Also wenn Sie beispielsweise in einem Flieger jemanden haben, der hat lebende Spinnen dabei oder jemand, der hat lebende Vögel irgendwo wie in seinem Reisegepäck versteckt, dann ist das schon eigentlich sehr skurril und gleichzeitig sehr traurig, denn die Tiere sind auf der Reise natürlich sehr, sehr großen Strapazen ausgesetzt und es ist nicht selten, dass die Tiere dann eben hier vor Ort verenden. Wer also gerade im Lausitzpark ist, um für den kommenden Urlaub einzukaufen, kann sich gleich noch informieren, was es in Sachen Mitbringsel zu beachten gibt. Die Ausstellung kann man seit heute bis zum 1.7. im Lausitzpark unter der Kuppel sehen.